Hallo, ihr Lieben. Ferrumforge hat kräftig nachgelegt und knapp 2,5 Monate nach dem Archbishop-Lauf jetzt schon das neue Modell rausgeschossen. Das seht ihr hier vor mir liegen. Der Name dieses Modells lautet Scepter. Und auch das Scepter ist wieder in 4 verschiedenen Griffdesigns und in ja, 4 verschiedenen Farben, beziehungsweise es wird wahrscheinlich noch mehr Farben geben. Aber die dann eher so custom-mäßig verfügbar. Das heißt, wir konnten ein paar Exemplare ergattern. Die Vorbestellungsrunden sind immer relativ schnell ausverkauft. Und dann hat Ferrumforge immer noch ein paar für die eigene Webseite, die aber ja, auch innerhalb von ja, sehr kurzer Zeit ausverkauft sind. Das heißt, da muss man wirklich schnell handeln. Ich zeige euch nur kurz, wie die Designs aussehen, wie die Farben wirken, wie das Messer in der Hand aussieht. Ihr seht es, meine Handschuhgröße 7,5 bis 8. Es ist kleiner als das Archbishop. Es ist eher so in der Größe Small Sibenza anzusiedeln. Gesamtlänge sind 17,8 cm. Klingenlänge sind 7,6 cm, soweit ich mich jetzt erinnere. Und die Klingenstärke ist ordentlich. Da haben wir 4 mm. Dieses Design nennt sich Mech. Und das ist auch gleich schon mal die graue Version. Das ist eher so eine Art Dark Stonewash mit blau anodisierter Achsschraube, blauem Clip und blauem Spacer. Dann haben wir ebenfalls in Dark Stonewash Optik das Design Contours. Gefällt mir sehr gut, liegt auch sehr, sehr gut in der Hand. Einfach durch diese abgeflachten Kanten. Sehr schönes Messer wieder. Dann gibt es das Design Armor Plates. Das wirkt ein bisschen, Moment, jetzt bin ich abgerutscht. Jetzt wirkt ein bisschen wie so die Verzierung auf so einer alten Rüstung. Wahrscheinlich kommt da auch der Name her. Ihr seht, die Zentrierung ist auch mal wieder perfekt. Und zu guter Letzt das Plain Design ohne Schnickschnack, ganz clean, schnörkellos, so wie es viele mögen. Ich rutsche heute dauernd ab. Hätte vielleicht vorhin ein bisschen die Hände mit Kreide einreiben sollen. Aber es ist auch wahnsinnig warm. Also wir haben, ich glaube, jetzt schon 24 Grad und es ist gerade mal 9:30 Uhr morgens. Also es ist hier in der Wohnung vor allem fast nicht auszuhalten. Genau, ihr habt jetzt schon die grauen Designs gesehen, die Dark Stonewash, die jeweils mit blau anodisierter Achsschraube, blauen Spacern und blauem Clip kommen. Dann seht ihr hier auf der linken Seite die hellgrünen, die diesmal alle relativ im gleichen Ton gehalten sind. Das ist ein helles Grün. Beim letzten Mal hatten wir teilweise fast bis ins Gelbe den Grünton, aber diesmal haben wir nahezu identische Grüntöne. Grün kommt mit Bronze anodisiertem Clip, Achsschraube und Spacer. Moment. Wobei der Spacer noch ja, ehesten Bronze ist. Die anderen sind sehr dezent gehalten in ihrem Bronzeton. Also es ist so ein gräulicher, ja, es ist ein Graubronze, ein graues Bronze, ja, okay. Vielleicht doch zu früh für mich heute. Dann zeige ich euch die Blautöne. Auch alle nahezu identisch, was ich jetzt sehe. Hier kommt der Kontrast sehr schön raus mit dem Bronze und dem Blau. Finde ich persönlich eine extrem schicke Kombi.
hier des Kontours. Und Armor Plate in Blau. Ihr seht, die Klinge schimmert immer so ein bisschen mit. Ich finde es sehr schön, dass sie matt ist. Es ist einfach ein helles Dark Stonewash. Dadurch hat man keine Fingerdapper und kein blödes Spiegeln, wenn das Licht der Kamera ein bisschen ungünstig fällt. Hier nochmal Standoff. Und auch hier perfekte Zentrierung. Und zu guter Letzt haben wir die Bronze-Anodisierten mit blauer Achsschraube, blauem Spacer und blauem Clip. Ist auch eine sehr, sehr schöne Kombi. Hier die Mech-Version. Mech. Das Contours. Armor Plate. Und last but not least die Plain Version. Wir haben von jeder Version wieder eins auf Lager. Das heißt, first come, first serve. Die Messer gehen am Sonntagabend, also morgen Abend, online abends 18 Uhr. Wir schicken dann natürlich auch nochmal ein Newsletter raus, damit hinterher nicht das Gejammer kommt, dass wir nichts gesagt hätten. Aber heute, jetzt muss ich gerade mal überlegen, heute ist der 7. Also morgen am 28. August um 18 Uhr startet der Verkauf der Scepter. Und wie gesagt, es gilt First Come, First Serve. Also wir hatten beim letzten Mal einen Ansturm, mit dem wir nicht gerechnet haben. Das Archbishop war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. ich denke jetzt nicht, dass es beim Scepter so weitergeht. Aber ich denke, dadurch, dass jede Version eben nur einmal da ist, wird jeder so, oder sollte sich derjenige, der unbedingt eins haben möchte, seine Wunschversion gleich sichern. Weil wir können eben ja zu 99% nicht nachbestellen. Das hatten wir beim Archbishop letztes Mal schon versucht. Aber die Runs sind halt im Vorfeld eigentlich schon weg. Das Einzige, was eventuell passieren kann, ist, dass einer der US-Händler sagt, okay, ich habe mich übernommen, ich habe zu viele bestellt, ich gebe noch ein paar ab, aber da kann man eben nicht mit rechnen. Also das ist, wenn dann so ein Glücksspiel. Aber ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen was zum Messer erzählen. Für diejenigen, die das Archbishop auch noch nicht kennen, einfach noch mal ein paar Details. Ferrumforge fertigt mit Tech Runs in einer Auflage von 200 Stück. Wenn dieser Run ausverkauft ist, gibt es das Modell nicht mehr. Es wird einfach nicht mehr aufgelegt. Das heißt, man hat hier schon ein Stück weit Exklusivität, die man sich kauft. Die Folder sind oder die Flipper sind Full TI. Das heißt, Hardware, Schrauben, Hardware, Scales, Clip, alles Titan, bis natürlich auf den Steel Insert, den man hier schon sieht. Deswegen ist der natürlich auch nicht farbig, weil Stahl ist ein bisschen schwierig zu anodisieren. Zeig euch gleich noch, der Steel Insert fungiert ebenfalls als Over-Travel Stop. Hier sieht man es auch nochmal. Und verbaut ist außerdem ein Hoback Roller Detent. Das ist ein Prinzip wie ein Deo-Roller. Also die Kugel dreht sich quasi in alle Richtungen und hilft dadurch natürlich die Klinge noch ein bisschen schneller zu öffnen. In Kombination mit dem ebenfalls verbauten Käfigkugellager
Ja, es ist fast nicht zu schlagen, was die Öffnungsgeschwindigkeit angeht. Der Klingenstahl ist 20 CV, also oder 20 CV. Das ist das US-Pendant zum Böhler M390. Und ich muss sagen, also mir gefällt die Größe des Scepter wirklich sehr gut. Ich hatte es mir ursprünglich größer vorgestellt, aber es liegt sehr gut in der Hand, fügt sich gut ein. Ich habe jetzt kleine Hände oder kleinere Hände, so klein sind es jetzt auch nicht, 7,5 bis 8er Handschuhgröße. Ihr seht, da hinten ist noch Platz für 1,5 Finger ungefähr. Aber es ist einfach ein schöner kleiner EDC-Folder, der die Leute wahrscheinlich auch nicht so erschreckt. Also das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, wenn man da so ein Monster aus der Tasche zieht, um mal eben einen Karton zu öffnen. Dann hüpft der Nachbar immer gleich auf den nächsten Stuhl vor Angst. Und angenehme Größe kann man wirklich schön diskret tragen. Die Verarbeitung bei Ferrum Forge finde ich sowieso erstklassig. Also es ist wirklich wahnsinnig schön. Die Kanten sind schön gebrochen. Moment, jetzt fokussiere da noch. Ja, genau. Da wird wirklich aufs Detail geschaut. Und ich finde es auch schön, dass man bei Ferrum Forge ja die Linie erkennt. Also man erkennt sofort, das ist ein Ferrum Forge, ohne jetzt das Logo zu sehen. Das Logo ist zwar auf jedem Messer hinten auf der Framelock-Seite drauf, aber man sieht einfach am Finish, an der Art, wie das Messer aussieht, das ist ein Ferrum Forge. Und das finde ich ist natürlich auch immer so ein ja, zusätzliches Aushängeschild für eine Firma, wenn sie es schaffen, unterschiedliche Modelle so rauszubringen, dass man sie sofort zuordnen kann. Das schaffen meines Erachtens auch nicht viele Hersteller, außer sie haben jetzt wirklich prägnante Erkennungsmerkmale wie so dieses Spyderco-Hole oder ja, bei Medford sind es einfach diese brachialen Klapper. Aber finde ich schön, gefällt mir gut. Fans des Small Sebenser werden auch dieses kleine EDC lieben, aber ich denke auch, ja, auch wenn man jetzt mit Chris Reeve Messern nicht so viel anfangen kann, mir persönlich, also sie sind schön, Punkt. Also mir fehlt einfach so ein bisschen das Aufregendere an den Messern, an den Chris Reeve Foldern. Deswegen habe ich noch keinen. Aber ich finde, hier hat man durch diese verschiedenen Griffdesigns, durch die Farbgebung, durch ja, einfach allgemein die Designelemente der Messer, nochmal ein, ja, ich finde es einfach, es wirkt wesentlich spannender. Dazu kommt eben die Exklusivität, dass man ein Messer von 200 hat. Das gibt es ja auch nicht oft. Und der Preis für das Scepter liegt ein bisschen über dem Archbishop. Wir haben hier, was habe ich kalkuliert? Ich glaube 675 Euro. Nein, nicht 600, 575 Euro, Entschuldigung. Und ja, das ist eine Stange Geld. Aber wie gesagt, man kauft auch Exklusivität damit. Man kauft sehr gute Verarbeitung, man kauft sehr gute Materialien. 20 CV ist wirklich ein Top-Stahl, da kann man nichts zu sagen. Wir haben auch beim Archbishop sehr positives Feedback von Kunden gehabt. Wir hatten den Pass-Around, da gab es auch öfter mal Tränen, wenn das, naja, ein Tränen überspitzt gesagt, aber was ich so rausgehört habe, fanden es die Teilnehmer doch recht schade, das Messer dann weiterschicken zu müssen. Und wir hatten eine kritische Stimme bezüglich des verwendeten Schraubenklebers, aber ja, also Ferrum Forge verwendet Loctite
Ich habe das Feedback dann auch an Ferrum-Forge weitergegeben, dass eben das Messer aufgrund des Schraubenklebers nicht im Pass-Around zerlegt werden konnte. Und dann haben sie gesagt, ja, tut uns leid, sie wussten nicht, dass das ein Kriterium im Pass-Around ist. Sie hatten extra das Messer halt so präpariert, dass es problemlos durch viele Hände gehen kann. Aber ja, ich glaube, Flo hat das Messer trotzdem noch aufgekriegt, dann von jemand anderem und hat sich es dann doch noch von innen anschauen können und kam dann quasi doch noch zu seiner Mission oder zur Erfüllung seiner Mission. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich an die Teilnehmer aus dem Passaround und füge unten noch die Links zu den Videos ein, damit ihr euch vielleicht auch mal das Archbishop im Vergleich angucken könnt. Und damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Halt, nein, eine Sache möchte ich noch kurz machen. Und zwar möchte ich die Modelle schnell auf die Waage legen, dass ihr wisst, was euch hier erwartet. Das Plain-Modell liegt bei 116 Gramm. Armor Plate bei 113, Contours wiegt 115 und Mech 114. Das heißt, wir sind hier definitiv in einer Federgewichtsklasse, also 113 bis 116 Gramm, das ist quasi gar nichts. Und kaum spürbar, wenn man es in der Hose trägt. Also am besten immer nochmal nachgucken, ob es nicht verloren gegangen ist. Damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Ich stelle euch unten einen Link rein, aber erst, wenn natürlich der Verkauf gestartet hat. Bis dahin kann ich euch ja noch keine ja, Webseiten-Rubrik dazu anbieten. Und falls ihr Fragen habt, Anregungen, was ich jetzt mal als nächstes vorstellen kann, ich muss mich entschuldigen, dass es auch so lange gedauert hat, dass ich mal wieder ein Video rausgebracht habe. Aber wir haben hier zu Hause kräftig umgebaut, da der Junior ein eigenes Zimmer bekommen hat. Und das nahm doch recht viel Zeit und vor allem Nerven in Anspruch. Jeder, der Samstag mal bei IKEA verbracht hat, weiß, wovon ich spreche. Und ja, ich gelobe Besserung und werde bald wieder mehr Videos präsentieren. Wir haben momentan viele Lieferungen im Anflug. Es kommt zum Beispiel das neue, das, ja, neu, aber das Spartanblades Palace in der PVD Edition. Ich werde natürlich ein Video zum Spartan Hasi Folder machen. Hogforge soll in den nächsten Wochen mal wieder mit SR71 ja, Blackbirds oder Silverbirds, ich glaube Blackbirds, um die Ecke kommen. Wir erwarten noch die neue Sascha-Thiel-Lieferung mit dem Officer V4. Da dürft ihr auch gespannt sein. Und ja, genau, das neue Reate New Epoch ist auch unterwegs. Also ihr seht, es wird die nächste Zeit nicht langweilig. Und ich freue mich auf euch. Bis bald und schönes Wochenende. Tschüss!